Im Rennsimulator. Ich starte mal den Motor. Ich muss rückwärts fahren. Ich will hier nicht wieder den Berg runter sausen. Bitte nicht. So, und jetzt hier rum. Und in die Einfahrt. Ich glaube, von da hätten wir kommen sollen. Aber ich habe immer gedacht, wir nehmen einfach nicht den Weg, den das Spiel uns vorgibt, ne? Es ist ja nicht, man soll nicht immer das machen, was das Spiel einem sagt. Kann ich bei mir überhaupt irgendwas machen? Nun sagt nicht, ich bin hier umsonst hingefahren. Ich hätte unten alles verkaufen müssen, oder? Jagd. Annehmen. Okay, habe ich. So soll ich das hinbringen? Habe ich. Das zählt nicht. Wo soll ich es denn hinbringen? Hat er so einen Abladebereich? Wo soll ich denn das Wildfleisch ablegen? Bin ich jetzt zu dumm, das Spiel zu spielen? Ich komme mir gerade wirklich dumm vor. Ich habe doch das Wildfleisch. Ach weiß, dann kriegt er sein Wildfleisch eben später. Was haben wir hier noch? Achso, mehr macht er gerade gar nicht. Aber ich habe das Wildfleisch ja. Das geht leider nicht. Jetzt bin ich den ganzen Weg hier umsonst hochgefahren. Ah! Jetzt hat er es angenommen. Flinke Kaninchen, Raubtiere erlegen. 5 davon erlegen. Ja, ich will das Gewehr haben. Okay, das mache ich. Okay, ich habe $200, dafür kann ich mir Muni holen. Ups. Ich fahre erstmal in die City zurück, ja? Moment. Erstmal wenden in 20 Zügen. So, das Auto geht ja nicht kaputt, ne? Ich drifte. Ich glaube, da war ein Supermarkt, oder? Ich fahre mal darüber. Nee, hier gab es Tiere, oder? Ah, guck mal, hier kann man schön Zirkeltraining machen. Und aus. Guten Tag. Ich wollte mal vorbeischauen, ja. Hallo? Um den Kauf. Okay, Gespräch beenden. Die sagt mir nur, die sitzt da einfach nur dumm rum und sagt mir, was ich zu tun habe. Oh, ich kann Tiere kaufen. Verkaufen. Wildfleisch. Ja.
Okay, das bringt mir nichts. Ich will das aber nicht kaufen. Wassertank, Eierkopf, habe ich ja alles. Und das will ich mir gerade alles auch nicht leisten. Ich brauche jetzt erstmal, ich muss jagen. Wo kriege ich denn Munition her? Kugeln. Ah, hier. Ja, komm, das brauchen wir schon. Ich kaufe noch mal Kugeln. Ich glaube, 96 Kugeln soll ich schon haben. Komm, ich kaufe noch mal Kugeln. Was soll der Geiz? Kann ich mir eine Katze kaufen? Aber die braucht auch was, ne? Ah, ich kaufe lieber noch mal Kugeln. So. Okay. So. Und jetzt gehen wir jagen. Achso, kann ich eigentlich Schweinefleisch kaufen? Nur mal so. Für die alte Dame. Ich kann nur die Schweine kaufen. Ja, das Fleisch muss ich selbst haben. Oh, ich muss Schweine schlachten. Was kostet so ein Schwein? 300. Okay, das geht noch. Ja. Okay. Ich würde am liebsten wieder zur Oma fahren, ne, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, er hat gesagt, in der Gegend hier, vielleicht sollte ich hier einfach mal auf die Jagd gehen? Fragezeichen. Ich schau mal. Bei der Oma war auf jeden Fall noch ein Bär. Komm, wir fahren mal zur Oma, zu unserer Gertrud. Und wenn wir uns hier ein Bär begegnen oder so, halten wir kurz an. Na, der wird uns ja eh sehen. Dann können wir den teuer verkaufen. Das zählt ja nicht als Raubtier, aber kann ich das Ding überfahren? Okay, das geht nicht. Das ist ja kein Raubtier, ne? Wir fahren rüber zu uns Oma. Ah, ich komme hier durch. Moment. So. Ja, ich komme hier durch. Oh Gott, Füchse. Füchse sind auch Raubtiere, aber ich glaube die. Oh Gott. I skip on the fox. Okay. Naja, gut. Besser wat wie nix. Das ist aber ein großes Stück Fuchs. Ich lasse die Karre mal hier kurz stehen, ne?
Oh, was ist denn das? Geil. Also die Raubtiere sind mir sehr sympathisch. Das geht komischerweise nicht, ne? Und keiner kann mir erklären, warum. Ist der Hirsch da reingefallen oder hat den Raubtier getötet? Würde mich jetzt mal interessieren. Was ist diesem Hirschchen widerfahren? Kann ich das hier nicht draufstellen? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber okay. Ich will mich darüber nicht ärgern. Es ist ja jetzt auch kein AAA-Titel, ne, dieser Ranch-Simulator, aber er ist irgendwie trotzdem lustig. Und irgendwie habe ich auch Bock, den zu spielen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was mich wieder geritten hat, warum ich das Ding spiele. Aber ich tue es einfach wieder. So. Na, okay. Dahin wohnt die Oma. Hier muss also irgendwo der Bär sein. Wenn der noch da ist. Ich rüste lieber schon mal, weil der könnte gefährlich sein. Also ein Bärchen. Der Puhbär, Winnie, der Puhbär. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Er ist nicht mehr da. Hallo? Stopp! Hände hoch. Ich dachte, das ist so in Biome geteilt, die Map, dass die immer hier rumlaufen. Vielleicht ist es auch so und ich sehe die nur gerade nicht. That gets me Fox Devils Wild. Naja, egal. Wir gehen mal weiter. Wir schauen uns mal um. Ich habe voll Bock heute. Ich glaube, ich stream heute Abend noch und wir spielen das weiter. Ich habe voll Bock, das weiter zu spielen. Es wird dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln, sagt man, ne? Sehe ich was? Im Moment ist alles ruhig. Hier wohnt auch noch jemand anscheinend. Oder was ist das hier? Guten Tag. Wohnt hier jemand? Oder ist das einfach nur so hier? Okay. Hier kann ich angeln gehen. Aber hier sind doch safe Bären, oder? Das sieht doch schon nach so einem Spot aus, wo man Bären finden könnte. Hallo? Ich bin ein Winnie-Pooh-Fan. Ich suche Winnie den Pooh. Das ist der Pooh-Bär, Winnie, der Pooh-Bär. Oh Gott, nicht so schnell fahren. Schnell fahren ist im Spiel nicht gut. Immer schön langsam. Es ruckelt gerade, huch. Das Spiel ist grafisch so überlastend. Hm.
Was haben wir hier? Kann ich hier schlafen? In fremden Zelten? Tatsache. Ich speichere mal. Erstmal schlafen. Neuen Tag. Ich glaube, meine Hühner zu Hause sind schon tot, aber dann kann ich das Fleisch verkaufen, ne? Man muss es ja auch so sehen. Man muss ja jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen. So langsam gewöhne ich mich auch ein bisschen an die Steuerung des Fahrzeugs. Wie gesagt, wenn man langsam fährt, geht es. Aber wenn du einmal zu kurz, ein Stück zu lange weh drückst, dann bist du schon am Arsch. Dann ist schon wirklich, ja, dann hast du ein Problem. Ich will jetzt einen Bären erlegen. Ich bin gerade voll motiviert und ich sehe keinen. Winnie, wo bist du denn? Kann ich dir Alten nicht einfach irgendein Fleisch als Schweinefleisch unterjubeln? Und Eier habe ich ja auch noch zwei, ne? Die sind gesund und munter. Oma, heute gibt es wieder kein Frühstück. Ich habe nichts für dich. Es tut mir leid. Da! Halt, stopp. An den Revolver. Da ist ein Raubtier. Nochmal nachladen. Da ist er doch. Ah, herrlich. Der Puhbär kullert einfach den Abhang runter. Ich habe gleich Gulasch draus gemacht, bin mit dem Auto drüber gefahren. Spart der Metzger sich die Arbeit. Okay, ich mach das jetzt mal, ja. So, einer geht noch. Ich guck mal, ob hier oben noch einer rumläuft durch Zufall. Hallo! Ein Bär kommt doch selten alleine, oder? Ich sollte meine Waffe dabei im Anschlag haben, oder? Das wäre vielleicht schlau. Hallo? Da hinten ist ein blödes Reh. Also nicht, dass ich Rehe jetzt diskriminiere, aber ich schätze Bären mehr. Ich meine, so ein Reh könnte man auch noch erschießen oder so ein Hirsch. Es ist sogar, glaube ich, es ist ein Reh, es hat kein Geweih. Oder so ein Füchschen, weißt du, so ein Erdet, was Raubtier ist. Ich fühle mich so ein bisschen wie so eine Mischung aus Medieval Dynasty und Seven Days von der Grafik her so. Medieval Dynasty mit dem Jagen und so und mit diesen Aufträgen und Seven Days von der Grafik. Ich würde auch gerne mal wissen, was meine Ölpumpe gemacht hat über Nacht. Wahrscheinlich nichts, weil ich irgendwas nicht beachtet habe. Okay. Wenn wir was sehen, halten wir an. Ansonsten verkaufe ich den Bums hier erstmal. Oh, da warte, ich sehe was. Du hast mich verletzt. Das wirst du bereuen.
Oma ist einfach bärenstark, ja? Unsere Gertrud. Ich glaube, die hält sich heimlich Bären. Die möchte das nur nicht so zugeben. So als Nebenverdienst, weißt du? Ach du Scheiße, jetzt kommt's. Bitte stapelt das da doch rauf. Bitte stapelt das da rauf. Bitte, bitte, bitte. Ist doch nicht wahr. Da ging es gerade, warte. Ja. Ich krieg das darauf, weil ich's will. Da war gerade auch was möglich, hab's gesehen. Es hat ganz kurz grün aufgeblinkt. Rauf da. So, und das letzte kriegen wir da auch noch rauf. So, sehr schön. Ab in die City. Und dann muss ich auch mal wieder nach Hause. Ich war gestern so gut wie gar nicht zu Hause, ne? Alles alleine gelassen. Ey! Das war ich nicht. Bevor wieder jemand sagt, ich habe hier alles kaputt gefahren. Nein, das habe ich nicht getan. Wo war, da hinten war der Baumarkt. Na ja. Guck mal, das sieht auch schon viel smoother aus, ne? Wie so ein schöner McDonald's Milkshake fahren wir hier rum. Einmal ein McDrive, bitte. So. Herrlich. Ich würde das Spiel hier auch super gerne mit dem Günther spielen, aber für den Günther ist das Spiel leider nichts. So, 195. Haushaltsbilanz. Ja, okay. Wir haben ein bisschen was, ne? Ich weiß gar nicht. Soll ich mir, glaube ich, ich spare jetzt erstmal. Oder Ernteanhänger, Düngemittelanhänger ist mir alles zu teuer. So ein Ölfass. Das würde ich mir jetzt noch in den Warenkorb legen und dann nochmal zur Pumpe fahren und gucken, ob ich da irgendwas hinkriege. Das Ölfass nehme ich mir jetzt nochmal mit. So. Ich muss eh bald wieder tanken in die Richtung Tankstelle. Da, 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 da. Ich will mein Auto auch noch umlackieren, aber nicht jetzt. Das kostet mir jetzt zu viel Geld. Das sind die Grünen, die haben wieder die Straßen blockiert. Sag's, wie es ist. Wir wissen alle, wie das läuft. So, wo ist denn die Tanke? Warte mal, ich muss ja mal kurz die Tanke markieren. Ah, ich fahre direkt drauf zu, da. Ich bin blind gefahren, sorry. Da hinten ist sie doch schon. Hier ist meine Ölpumpe, oder? Ich will mal gucken, was passiert ist. Was mache ich denn falsch? Warte mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ich habe mal ganz kurz geschaut und jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Pass auf, wir machen das wie folgt. Ich war wie immer zu dumm. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass so ein Ding ja auch Treibstoff gebraucht. Jetzt können wir gleich beides tanken. Huch! Jetzt können wir gleich beides tanken an der Tankstelle. So, und zwar machen wir zunächst mal den hier.
Kann ich das auch auf dem Auto tanken? Okay, kann ich. Ne, kann ich anscheinend auch nicht. Okay, dann stellen wir ihn hier hin. So. Und wir tanken hier mal rein. So. Okay. Ich kann hier auch noch tanken. Warte, ich will mein Auto auch noch tanken. Warte. Tanken wir hier auch gleich nochmal voll. So, laden wir schon mal ein. Okay, so. Haben wir alles? So. Tank ist wieder voll. Ja, gehen Sie doch zur Seite, Mensch. Ich muss jetzt mein Ölgeschäft vorantreiben. So, und jetzt haben wir die Pumpe nämlich mit Treibstoff versorgen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. So. Jetzt nehme ich das nämlich mit. Und da sieht man es dann auch schon genau. So, und jetzt muss ich das Ölfass hier auch irgendwo einsetzen. Und zwar... Wo muss ich das Fass hinmachen? Wo soll das Fass hin? Das Fass hat doch safe auch einen Platz, oder? Warte mal, ich guck noch mal ganz kurz. In der nächsten Folge starten wir unsere Ölproduktion.